2:2 am langen Pfosten. Steht Lippmann, versucht den Ball reinzuschießen. Der Schiedsrichter erkennt auch Lippmann, Stefan Lippmann, als Torschützen, auch wenn der Ball vom eigenen Mann ins Tor geht. 2:2. Sie haben es also geschafft, die Poster hier den Ausgleich zu erzielen. Und jetzt bin ich gespannt, wie vor allen Dingen Dynamo darauf reagieren wird. Die sind nämlich immer noch ein Mann in Unterzahl. Klar, das wird sich in diesem Spiel auch nicht mehr ändern. Aber wollen die natürlich nochmal auf den dritten Treffer gehen? Wollen die sich hier den Sieg noch holen? Sieht so aus, Friedrichsdorf. Nach vorne auf Schmidt und der steht im Abseits. Und jetzt wird natürlich auch die Auswechselbank der Dynamos unruhiger. Und das Glück, was dem SV Post bisher verwehrt war in dieser Partie, kam jetzt zurück, dieser abgefälschte Ball ins kurze Eck zum 2:3. Sauer verliert hier den Zweikampf gegen Wilk, aber Post weiter auf dem Vormarsch. Hier das Spiel vielleicht noch zu drehen. Ganz im Gegenteil dazu, die Stimmung bei den Postlern. Mensch, die sind auch angespannt, aber gut drauf, weil, wie gesagt, Platz 5 ist nicht mehr zu nehmen. Jetzt die Flanke mal von Sauer. Und da verpassen drei Mann wieder die Hereingabe. Jono, Scheid und Mate stehen da eigentlich gut und könnten den Ball Richtung Tor bringen, aber wieder Post im Vormarsch. Sauer. Mohr. Und wieder zurück auf Reisenau. Der hat Platz. Der könnte mal die Flanke schlagen. Bringt ihn flach auf Christoph Stark. Der kann mal schießen, aber der geht weit über das Tor. Schlagi, jetzt ist gut, okay? Angespannte Situation jetzt auf beiden Seiten immer wieder. Und Westphal holt sich dann den Ball. Herrlich. Und er beißt und beißt und behält den Ballbesitz für Post. Das, die Flanke von Westphal. Mohr hat jetzt den Ball auf rechts. Und holt die Ecke heraus. Viele Tore konnte der SV Post die Saison bereits auf Standards erzielen. Und auch jetzt wäre ein angebrachter Zeitpunkt. Ecke Mohr und Kopfball Jono Scheid. Der fällt ihm genau auf den Kopf, den braucht er nur reindrücken und er macht was ganz Ungefährliches daraus. Es bleibt beim 2:2. Abschlussdynamo, die kommt schön lang. Aber Reisenauer, ganz souverän. Klärt er diesen Ball. Wack! Wieder Westphal, der sich auf außen in den Zweikampf wälzt. Er muss aufpassen, hat schon 4 gelbe Karten vorbelastet. Nicht, dass er dann im letzten Saisonspiel gegen Turbine Schwerin fehlt. In der gleichen Situation sind dann auch noch Christoph Stark und Tommy Wag. Martin Bodo Schmidt, der verletzt heute ausfällt, der wäre ebenfalls in der Situation, aber wie gesagt, fällt sowieso verletzt für den Rest der Saison aus, greift dann zur kommenden Saison wieder an.
Whitmore stark. Yogi, hopp! Lieber, hopp! Einig doch, Holger, Mensch, du musst auch einwechseln. Komm, Yogi, komm! Schiri wechselt! Und dann der zweite Wechsel bei Dynamo Schwerin. Sebastian Wilk, viel gelaufen, viel gearbeitet. Der geht raus, für ihn kommt der Mann mit der 13, nur Diva genannt. Mal schauen, ob er hier für die Gäste in Schwarz noch was bewegen kann. Und einer von diesen zahlreichen Abstößen im zweiten Durchgang von René Kapcsik. Und dann gibt es wieder Freistoß für den SV Post. Foul von René Kapcsik, der kriegt die gelbe Karte. Und dann wieder eine Freistoßsituation. Die haben Sie schon gesehen in der 55. Minute, als Mohr den Ball knapp am Tor vorbeizirkelte. Steht jetzt wieder da. Steht wieder am Ball. Versucht es wieder direkt. Ein wenig weit die Distanz, wie mir scheint. Da wird es wohl eher auf eine Flanke hinauslaufen. Und dann gibt's dann nochmal gelb für Dynamo Schwerin. Friedrichsdorf holt sich die ab wegen Meckerns. Der Freistoß. Zu schlecht. Da steht ein Dynamo und Sauer versucht's neu. Über hinten rum. Aber der Fehlpass dann von Stark, einfach zu schwach, um einen Stürmer gut in Szene zu setzen. Dafür klärt er das Ding jetzt hinten. Aber auch Dynamo versucht jetzt nochmal 10 Minuten vor Schluss hier auf die Entscheidung zu drängen. Ich wage mal die Behauptung, fällt noch ein Tor, gewinnt die Mannschaft, die es erzielt hat. Aber erzielt hier noch einer ein Tor? Weiß nicht mehr, was du sagen sollst. Von wem kam eigentlich die Vorarbeit zum 2-2? War das Torwarts Flanke? Schön ausgespielt jetzt hier, Westphal. Steht hier vorne noch, es war kein Abseits, er steht hier vorne noch. Und den klärt der eingewechselte Diva eiskalt zum Einwurf. Nur dass es ein Torschuss werden sollte. Damit Einwurf für Post Schwerin an der eigenen Eckfahne.